In diesem Video zeige ich euch, wie ich Glas schwarz markiert habe. Dabei geht es nicht um das Gravieren von Glas, so wie ich es schon in anderen Videos auf meinem Kanal gezeigt habe, sondern nur um das Markieren. Für diesen Zweck habe ich mir von der Firma Zermark das Black Laser Marking Spray gekauft. Die Dose kostet ca. 120 Euro für 340 Gramm. Diese Methode ist nicht billig, aber besonders schön. Die Oberfläche muss staub- und fettfrei sein, also vorher bitte gründlich reinigen. Zuerst muss ich testen, bei welchen Einstellungen sich das Pulver auf die Glasoberfläche brennt. Das Spray muss sorgfältig und lückenfrei aufgetragen werden. Es darf nichts durchschimmern. Nicht mit dem Laservorgang beginnen, bevor das Spray vollständig getrocknet ist. Für den Test mache ich kleine Karos mit unterschiedlichen Lasereinstellungen. Ich fange mit 10% Laserleistung und 10 Millisekunden Brenndauer an. Die Werte werden in 10er Schritten erhöht. Für den Test nutze ich die Original Neige Software mit dem Neige Master 2 20 Watt Lasermodul. Es ist wichtig, den Laser hierbei richtig zu fokussieren. Man kann das Spray nach dem Laservorgang problemlos mit Wasser und einem Schwamm entfernen. Sehen wir uns die Ergebnisse mal an. Ab 60% Laserleistung und 10 Millisekunden Brenndauer erzielen wir wirklich gute Ergebnisse. Jetzt werde ich eine Grafik mit 80% Laserleistung und 10 Millisekunden Brenndauer auf die Glasoberfläche markieren.
Sieht toll aus. Fazit: Ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Nur der Preis des Sprays ist recht hoch. Viel Spaß beim Ausprobieren und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.